Im letzten Teil haben wir uns ein Schlagzeug erstellt. Heute machen wir mit einem Schlagzeug weiter, weil es gibt noch eine andere geile Funktion, die nennt sich Step Sequencer. Und den gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Jetzt bei Mach's dir selbst. Jahu, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. So, schauen wir uns das mal an. Wir hatten ja letztes Mal zwei verschiedene Arten, wie man ein Schlagzeug erstellt. Heute machen wir noch eine dritte, und zwar sind es Step Sequencer Clips, und die machen eine Schlagzeugerstellung und eine Rhythmuserstellung nochmal viel einfacher. Wie schaut das aus? Wir nehmen es da noch gar nicht auf. Und warum nehmen wir es noch nicht auf? Weil ich es noch nicht angesteckt habe. Oh, ich bin so schlau, ich bin so schlau, lalala, bin ich schlau. Um einen Groove-Clip zu erstellen, solltet ihr bereits einen Clip haben, wo ihr ein Standard-Schlagzeug-Set habt. Einfach um eure Grundideen, wie es jetzt klingen soll. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel diesen Clip, der hört sich so an. Und den wandle ich jetzt in einen Step-Sequencer-Clip um. Wie mache ich das? Wie bei den meisten Funktionen, Rechtsklick auf den Clip und dann wählen wir hier aus MIDI-Clips in Step-Sequencer-Clip umwandeln. So. Jetzt möchte er wissen, in welcher Auflösung sollen wir das denn machen? Standardmäßig sind 16. Welche Auflösung ist für euch die richtige? Nehmt am besten die Auflösung her, also eure kleinste Zähleinheit, die ihr in diesem Clip habt. Bei mir sind es 8, also nehme ich hier 8. Ursprungstiming beibehalten via Zeitversatz. Wenn ihr zum Beispiel das Ganze mit einem MIDI-Drum-Kit eingespielt habt oder mit Keyboard und so und es sind halt natürliche Timing-Schwächen oder auch, weil das Ganze ein bisschen menschlicher macht, dann lasst da einen Haken drin, weil dann werden so Zeitversätze auch mit berücksichtigt und dann klingt das Drumkit oft lebhafter. Habt ihr es aber wie ich per Maus eingegeben, dann braucht es den Haken rein theoretisch nicht, aber da wird es auch keinen Unterschied machen. Hier hat sich augenscheinlich jetzt gar nichts geändert, außer ich mache jetzt hier mit Linksklick einen Doppelklick auf diesen Clip. Dann seht ihr, dass da unten was aufspringt. Step Sequencer. Und mache ich das jetzt auf. Dann schaut es ein bisschen ähnlich aus wie in meiner Pianorolle, nur übersichtlicher. Es sind halt nur die Instrumente drin oder Schlagwerke, die ich in diesem Clip anspiele. Das wäre zum einen die Kick, die Snare und das Hi-Hat. Hier sehen wir den Notennamen, daneben auch die Notennummer. Dann haben wir hier auch wieder Blobs und die Blobs korrespondieren natürlich mit dem Sound. Ist ein Blob da, heißt es, hier wird gespielt, ansonsten wird nicht gespielt. Kann auch mal reinhören. Um meine Note hinzuzufügen, mache ich einen Linksklick. Um eine Note zu entfernen, mache ich einen Rechtsklick. Ich kann auch nachträglich Noten hinzufügen. Das mache ich hier mit dem Plus. Ich hätte gerne Open Hi-Hat, das ist die 46 in meinem Fall. Dann klingt es so. Möchte ich jetzt umgedreht machen und Plätze tauschen, dass ich am Anfang ein Closed und immer auf der Unzählzeit ein Open Hi-Hat mache, dann würde ich jetzt hier einfach hier 42 und hier 46 eintragen. Ich kann die einzelnen Spuren auch verschieben und zwar hier mit diesem angerauten Anfasser mit Linksklick. Drag and Drop. Ich kann auch mehrere Noten gleichzeitig hinzufügen und entfernen. Möchte jetzt zum Beispiel diese Reihe hier komplett weg haben, dann mit gedrückter rechter Maustaste klicken und ziehen. Ich kann genauso gut was hinzufügen. Linke Maustaste gedrückt halten mit Drag and Drop.
Das wären die Basics. Natürlich kann ich auch hier einzelne Tracks muten oder auf Solo schalten. Und mit diesem X hier kann ich eine Reihe löschen. Machen wir beispielhaft. So habe ich die hier, die brauche ich nicht. Klicke ich einmal drauf, dass die hier so ein bisschen aufgehellt ist und ausgewählt. Und dann klicke ich auf das X und diese Reihe wird gelöscht. Dieser Bereich, also diese vier Beats, werden dann geloopt. Ich kann also hier in meiner Clip-Ansicht auch diese Step-Sequencer-Clips erweitern und das läuft dann im Loop. Ihr habt ja bestimmt schon diese Play-Taste hier bemerkt. Diese Play-Taste heißt nicht, dass ich den Sound abspiele. Das mache ich, indem dass ich hier drauf klicke. Vielleicht ein bisschen dumm, aber egal. Unter diesem Play verbirgt sich weitere Funktionen. So, oh, da wird ja schon viel interessanter. Ich habe zum einen hier ein paar Regler. Mit einem Links-Doppelklick kann ich die immer wieder auf Standard zurücksetzen. Falls ich mal was verkackt habe, gehen wir das auf Solo, damit man es besser hören kann. Ich habe hier Velocity, Duration ändert in meinem Fall gar nichts, weil dieses Schlagzeug nicht auf Notenlängen reagiert. Und möchtet ihr jetzt hier die Notenlänge verkürzen, dann geht es mit diesem Regler. Swing, da kann ich mir auch einen Swing machen. Time, da kann ich grundsätzlich das ganze Timing verschieben im Millisekundenbereich. Und dann haben wir noch einen Punkt und der nennt sich Flam. Wie mache ich einen Flam? Den mache ich mit einem Doppelklick. Jetzt ist hier so ein Teilstrich dadurch und dann hört sich dieser Flam so an. Ja, und hier kann ich, mit dem kann ich diesen Flam ändern. Dieser Regler heißt also nichts anderes, wie hoch ist der Abstand zwischen den beiden Sounds. Jetzt ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass wir hier solche Säulen haben. Diese Säulen repräsentieren die Anschlagstärke des jeweiligen Sounds und den kann ich jetzt mit Klicken und Ziehen ändern. Klingt dann so. Ich kann aber nicht nur die Anschlagstärke variieren, ich kann auch einen Zeitversatz machen und dann kann man dann hier schon so ein bisschen einen Sloppy Drum Groove hinzaubern. Hört sich das jetzt schlecht an? Nicht unbedingt, wie es Adam Neely schon immer gesagt hat. Repetition legitimizes. Machen wir das hier wieder rückgängig. Mit Rechtsklick und Ziehen kann ich alles wieder auf Null zurücksetzen übrigens. Jetzt habe ich noch eine Abspielwahrscheinlichkeit für Schritt. Ihr seht, es sind die Säulen oben auf 100. Und das heißt, dieser Sound wird garantiert immer abgespielt. Umso kleiner diese Säule ist, umso unwahrscheinlicher wird es, dass dieser Sound abgespielt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel die alle auf 50 setze, dann besteht eine 50-50 Chance, dass es abgespielt wird oder eben nicht. Klingt dann so. Und diese Abspielwahrscheinlichkeit ist natürlich auch zufällig. Das heißt, bei jedem Abspielen klingt das dann anders. Dann habe ich hier noch weitere Parameter, die von VST-Instrument zu VST-Instrument unterschiedlich sind. Ich habe hier einen Pitchbender. Mal schauen, ob das bei dem Schlagzeug was bringt. Machen wir die Abspielwahrscheinlichkeit wieder zurück. Jetzt sogar. Hier gibt es also viele, viele verschiedene Werte. Wie gesagt, sind die immer abhängig von eurem VST-Instrument. Auch hier wieder ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ja, meine Lieben, jetzt seid ihr hoffentlich fit im Drum-Programmieren und
hier geht es jetzt weiter mit unserem nächsten Video. Da machen wir einen Bass, denn wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Ja, und daneben ist noch ein Video zum Chillen. Und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt vielleicht einen anderen Bart und eine andere Frisur habe. Ich muss was neu drehen.